Hallo und herzlich willkommen zur fünften Cascado-Folge. Wir senden gerade live vom Sonder. Wir haben natürlich wieder ein paar Neuigkeiten. Und zwar ist die Sonnenterrasse wieder in den großen Pausen geöffnet für die 9. bis 12. Klassen. Aber nur, wenn ihr euch benehmt. Und für die 7er und 8er dürfen ja leider nicht rauf, aber wir als Pescado-Team natürlich. Und nachher gibt es wieder ein Interview mit Theresa, unserer neuen FSJlerin. Natürlich wieder geführt von Olo und Nadja. Wo wir gerade bei Interview sind. Stimmt, ja, warte. Mr. Flo! Hipster! Schnitt! Mr. Flo, Hipster. Auf dem Gästeplatz, ja, voll die hippe Party. Läuft. Ja, meine Damen und Herren, wir sind wieder weg zum Flo. Wir sind wieder da, zum Pescado TV. Und wir wollten heute mal so ein bisschen gucken, was so in der Küche läuft. Im Tasker hinten. Wir haben da ein paar Gerüchte gehört und dem wollten wir einfach mal nachgehen. Quasi. Oh ja. Viel Spaß. Hallo. Läuft, ja? Hallo, wir sind wieder eure Außenkorrespondenten, Nadja und Ole. Und wir sind heute mal in der Küche, hinten im Tasker. Und wollten mal hier so ein bisschen nach dem Rechten sehen. Und oha, uns ist was ganz Komisches aufgefallen. Wenn ihr mal gucken wollt. Der liebe Vito ist wieder da und ein anderes Küchenmäuschen hat sich hier eingeschlichen. Hallo. Hallo Vito. Du warst jetzt wieder ein paar Wochen hier. Hat dir gefallen? Hast du uns vermisst? Und wirst du uns jetzt vermissen, wenn du wieder gehst? Ja, es war mal wieder eine recht schöne Zeit bei euch hier im Tasker in der Küche. Und nun ist ja bald wieder die Zeit gekommen, wo ich abhaue. Reicht das? Ja, es macht immer wieder Spaß mit euch hier in der Küche und die Kinder das Essen zu geben. Wollt ihr noch was wissen? Was war das noch? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Hast du das gemacht? Tschüss, Vito. Danke, tschüss. Ach, Vito? Ja, Frank? Ja. Was? Die Mütze. Die gehört jetzt dem Hallo, das neue Küchenmäuschen. Wie heißt du denn? Theresa. Theresa, und du gibst jetzt das Essen hier aus. Absolut, ja. Und was ist denn so das Erste, was du so gemerkt hast, als du so ein bisschen hier angefangen hast zu arbeiten? Das ist eine gute Frage, ja. Also es ist auf jeden Fall viel von morgens bis abends hier los, nur in den Pausen ist halt richtig Action, ansonsten hat man auch mal ein bisschen Zeit. Aber von morgens bis abends heißt für dich also von 29 bis, wann ist hier jetzt Pausenende? 13 Uhr. Ja? Nein, von 8 Uhr. Von 8 Uhr, ja. Dann ist natürlich von 8 Uhr bis 12.20 Uhr. Ich wollte den nicht wechseln. Ja, Theresa, und hast du jetzt irgendwie was vor, möchtest du dir was ändern? Was dein Vorgänger Vito? Ja, natürlich halte ich die Küche ein bisschen sauberer, wie es gewünscht ist. Noch sauberer. Noch sauberer. Noch ja. sauberer. Ja. Und wie wär's mal mit einem freundlichen Lächeln so für die Schüler so? Ja, absolut, ja. Absolut. Das ist auch mal drin. Ja. Theresa, du weißt, wir werden dich auch kontrollieren. Ja. Mit versteckter Kamera, werden unsere Außenkorrespondenten wieder zuschauen. Du hast jetzt die Mütze auf und es kann losgehen und ich wünsche dir noch viel Spaß bei deinem harten Tag. Ich glaube, wie spät ist es jetzt? Eine halbe Stunde musst du noch. Ja. Euch auch noch viel Spaß. Tschüss. Tschüss. Tschüss!